Sie kennen doch sicher meine Freunde Charlie Chaplin, Buster Keaton oder Dick und Doof. Mindestens genauso komisch bin ich, Harold Lloyd. Man nannte mich den Traumtänzer auf dem Weg nach oben. Und Sie werden es nicht glauben, ich mache alles ohne Netz und doppelten Boden. Tennerschuhe. Wir müssen dem Slogan auch gemäß leben. Die ganze Welt trägt Tennerschuhe, also auch Sie. Peitschen Sie diese Idee dem Volk ein. Dafür sind Sie mein Manager. Ich dulde keine Widerrede. Also verschwinden Sie. Das Leder eines Tennerschuhs stammt von ausgesprochen glücklichen Kühen. Ich habe Sie schon lange im Verdacht, dass Sie ein Traumtänzer sind. Gehen Sie nach vorne und helfen Sie beim Fensterputzen. Was soll ich denn jetzt machen? Kletter aus dem Fenster und die Feuerleiter runter. Danke für den guten Tipp. Der Zylinder. Ja. Sag mal, hast du deine Mitgliedskarte für den Club bei dir? Ja, die habe ich. Und vergiss nicht, mein Junge, immer am Ball bleiben. Ich bleibe am Ball. Und wie? Was ist denn los mit Ihnen? Was soll das? Wollen Sie mir das Genick brechen? Ich habe auch vor, eine kleine Schiffsreise zu machen. Eine Kreuzfahrt durch den Pazifik. Das sollten Sie sich auch mal gönnen, falls es Ihre Zeit erlaubt. Das ist gut gesagt und ginge auch. Ausgezeichnet. Allerdings habe ich gerade jetzt ein paar Transaktionen. Sie werden noch von mir hören, junger Mann. Sie werden ein für alle Mal lernen, dass man eine Mrs. Tanner nicht in dieser Form bedient. Lassen Sie mich erst mal zu Hause bei meinem Mann dann. Oh! 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 Was ist denn das? Oh! Hilfe! Feuer! Feuer! Oh! Oh! Ich habe eine Polizei! Hol doch Wasser! Oh! Oh! Ich finde das einfach schockierend. Sie sollten sich schämen. Was haben Sie eigentlich für eine Erziehung? Man isst kein Sandwich, wenn man hier arbeiten soll, nicht wahr? Das ist empörend, ist das. Haben Sie denn gar keinen Ehrgeiz, Mann? Ich will Ihnen mal was sagen. Leute wie Sie untergraben den guten Ruf der Seeleute. Um im Leben Erfolg zu haben, muss man mindestens 24 Stunden täglich arbeiten. Notfalls auch ein paar Stunden mehr. Denn ein rollender Stein kann kein Moos ansetzen. Was ist denn nun wieder los? Wer ist denn der Traumtänzer? Natürlich kann ich mich irren, sicher. Aber ich bin der Meinung, dass dieser Mann hier meine Füße ruiniert hat. Ein Feuerwerk der guten Laune. Das bin ich. Harold Lloyd, der Traumtänzer.